Hallo, in diesem Video geht es um das Verblenden eines Kronengerüstes. Das Verblenden des Metallgerüstes dient dazu, die Krone wie einen echten Zahn im Munde aussehen zu lassen. Im ersten Schritt wird die zu verblendende Oberfläche mit Aluminiumoxid abgestrahlt und somit aufgeraut. Im Anschluss folgt der sogenannte MP-Primer. Dieser ist allerdings nur für die hier verwendete Legierung notwendig. Er dient dazu, dass die Oxidation geregelt stattfindet. Die Legierung hat viele unedle Metalle, die sehr stark oxidieren würden. Der MP-Primer verhindert die zu starke Oxidation. Durch die Oxidation kann sich der Opaker mit dem Metall chemisch verbinden. Dafür wird das Objekt auf einen Brennträger gepackt und dann in den Ofen gestellt. Diese speziellen Keramiköfen haben unterschiedliche Programme und jeweils spezielle Temperaturen, die eingehalten werden. Ist das Programm abgeschlossen, kann es zum Abkühlen neben den Ofen gestellt werden. Nun kommen wir zum sogenannten Opaker. Dieser verleiht dem Metallgerüst eine gewisse Grundfarbe. Grau würde bei der Verblendung durchschimmern und dementsprechend auch nicht einen natürlichen Zahn wiedergeben. Es gibt eine weite Reihe an Farben, so dass für jeden Patienten die passende dabei ist. Sie wird mit einem Pinsel aufgetragen. Und nach dem Abkühlen kann man erkennen, dass die Opaker-Farbe getrocknet ist. Da ich die erste Schicht sehr dünn aufgetragen habe, trage ich nun eine zweite auf. Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, kann es wieder zurück in den Ofen gestellt werden. Die Kappe ist für die Verblendung vorbereitet. Beim Schichten der Keramikmasse überprüfe ich im Artikulator die Kontaktpunkte. Dafür muss ich das Gipsmodell isolieren. Sonst würde das Pulver am Modell kleben bleiben. Die Keramik wird in Pulverform geliefert. Um sie verarbeiten zu können, muss sie angefeuchtet werden. Für das Anfeuchten benutze ich eine glycerinhaltige Flüssigkeit. Dadurch gewinnt das Gemisch an Standfestigkeit und die Feuchtigkeit verdunstet nicht so schnell. Das Schichten einer schönen Krone ist eine Kunst für sich, gerade im Frontzahnbereich. In diesem Falle handelt es sich um einen Prämolaren. Man kann sich an viele Schichttechniken halten. In diesem Falle handelt es sich natürlich nur um eine Übungsarbeit, weshalb ich mich an meine eigenen Regeln gehalten habe. Das startet damit, dass ich zuerst das Käppchen mit der Dentinmasse komplett beschichte. Die Dentinmasse ist farblich sehr intensiv. Sie lässt später nicht so viel Licht durch wie zum Beispiel die Keramikmasse der Schneide. Wichtig ist es, bis an den Rand hinab die Keramik zu schichten. Im nächsten Schritt forme ich die Zahnform. Dafür habe ich die Krone im Artikulator zurückgesetzt bzw. auf das Modell.
Es folgt ein grober Zusammenschnitt meiner einzelnen Arbeitsschritte. Die Kontakte im Antagonisten müssen überprüft werden. Ist man mit seiner Dentinschichtung zufrieden, kann man nun mit der Schneidemasse weitermachen. Diese ist in diesem Falle türkis eingefärbt, damit man sie beim Verarbeiten besser auseinanderhalten kann. Die Schneidemasse ist transparenter als die Dentinmasse. Die verschiedenen Konturen des Zahnes arbeite ich mir mit meinem Pinsel, einer Rasierklinge oder einer Nervennadel ein. Gerade in diesen Arbeitsschritten kann man sich schnell in Details verlieren. Man sollte immer das Ziel vor Augen haben. Die Krone ist für den ersten Keramikbrand bereit. Es ist wichtig zu wissen, dass das geformte Pulver beim Sintern im Keramikofen schrumpft. Diese Schrumpfung kann ungefähr 20% betragen. Dadurch wird die Krone wesentlich kleiner ausfallen, als sie jetzt zu sehen ist. Nach dem ersten Brand sieht man die eigentliche Farbe der Keramik. Gerade in den approximalen Bereichen kann man sehr gut erkennen, dass die Keramik geschrumpft ist. Man sieht einen deutlichen Spalt. Da so der Zahn natürlich nicht aussieht, müssen wir ihn noch durch eine weitere Schichtung ergänzen. In diesem Falle benutze ich wieder die transparente Schneidemasse. Und eine weitere Schneidemasse, die noch einen Hauch transparenter ist als die türkisfarbene. Wie gesagt, in diesem Bereich der Zahntechnik gibt es sehr viel Individualisierung. Beim Befördern der Krone vom Stumpf auf den Brennträger ist äußerste Vorsicht geraten.
Zum Bearbeiten der sehr harten Keramikoberfläche benutze ich Diamantschleifer. Es kann durchaus hilfreich sein, sich verschiedene Punkte anzuzeichnen, um beim Bearbeiten nicht den Überblick zu verlieren. Die Kontaktpunkte kontrolliere ich mit Okklusionspapier. Ist man mit der Form zufrieden und man hat die Farben nicht mit speziellen Keramikmassen in die Krone hineingeschichtet, was sehr aufwendig ist und viel Können voraussetzt, kann man die Oberfläche noch individuell bemalen und so oberflächlich verschiedene Farben zur Geltung bringen. In den Fissuren bietet es sich oft an, etwas dunkler zu werden. Die bemalte Oberfläche muss auch wieder im Ofen gebrannt werden. Schließlich ist die Krone fertig. Die Girlande würde nun noch poliert werden, da sie im Ofen oxidiert ist und so die Farbe verändert hat. Das fertige Ergebnis im Artikulator.